Also, er macht Handgelenkshebe, nur nach innen so rum. So rum, Handgelenkshebe so rum. Der kann unter Umständen gefährlich sein. Wenn ich früh dran bin, kann ich mich auch sofort schlagen und ziehe dann, tut's auch, dann kann nichts machen. Oder ich mache die Faust zu, dann kann er nicht weiter drehen, schlagen. Wenn er es doch schafft, das Handgelenk dreht und es tut natürlich sehr weh und es kann aber sofort hier über den Arm, tut's auch und dann rausziehen. Wie bei das Sinnentau. Dreht, zack, und natürlich die nächste dann hier und die Sache ist gegessen. Zumindest für ihn. Nicht vergessen, Daumen nach oben.